Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zum heutigen Overwatch. Leider wieder das 2, aber guckt mal, der Cheater hat ja Skins. Mensch, hey. Also ich gehe mal direkt davon aus, na gut, er hat ja Skins. Man sagt ja eigentlich, wenn er keine Skins hat, dann ist er höchstwahrscheinlich ein Cheater und mit Skins müsste es ja dann eigentlich in die andere Richtung gehen, diese Denkweise. Aber eben hat er doch stark auf diesen Herren gewartet. Als würde er ihn sehen. Ich muss auch mal... Okay, was war denn das? Er hat gar nicht mehr hingeschossen. Das muss die Demo gewesen sein, ein Tick oder wie auch immer. Das sah eben komisch aus. Also, er hat einfach sich weggedreht und der andere ist gestorben. Er bleibt stehen, okay. Ist wohl was verstellt in seinem Hack? Nee. Ich will... Also, bis auf die kleine Wartung, die er da eben betrieben hat in der vorherigen Runde, will ich nicht viel oder noch nichts behaupten. Er geht mit dem Kollegen mit. Ich mach mal kurz langsam, einfach nur um zu gucken, ob er irgendwo direkt... Man sieht den Kopf da oben von dem Gegner. Okay. Ich denke, oder ich würde sagen, das... Wow, da kriegt er die Fresse voll. Ich würde sagen, da konnte man überhaupt nichts sagen. Ach, guck mal, sogar eine Pit Viper. Jetzt müssen wir wirklich genau gucken. Es geht ja um was. Es geht ja hier jetzt wirklich um was für ihn. Nicht nur um den Account. Aber ich meine, auch wenn die Skins jetzt nicht viel wert sind. Aber ihr wisst, was ich meine. Man ist froh über alles. So. Was machst du jetzt? Suspekt, hm? Nix. Er steht rum, guckt sich um. Ja. Sie müssen jetzt nachziehen und mal Richtung B gehen. Will er. Was macht er denn da? Er steht da rum. Also, das ist eindeutig. Ja, aber ist eindeutig irgendwie nicht direkt im Spiel. So, den da oben rechts hat er gehört. Daher konnte. Oh, er spielt schlecht irgendwie, oder? War das nicht eben auch schon mit der Akasa, der unten bei Katas bei Thanos rauskam? Der, also an sich spielt er schon irgendwie schlecht. Woher hat er denn jetzt gewusst, dass er genau da steht an der Kiste? Hat denn irgendein Mate schon gesehen? Also der Kollege hier kann ihn noch nicht gesehen haben. Oder wollte er in Tunnels reingucken? Ja. Könnte sein, dass er Richtung Tunnels schauen wollte und er dann eben kam. Aber ich glaube, er hat sogar auf die Kiste geguckt, hinter der er stand. Wir beobachten das mal weiter. Okay. Völlig clean. So, da kommt der Erste. Alles klar. Der hat da vielleicht auch gehört, da bin ich mir nicht sicher, weil er halt da stehen geblieben ist und reingeaimt hat. Er kam auch etwas später. Pusht man dann mit der AWP natürlich nicht direkt auf den Spot drauf. Da könnten die ja schon längst da sein. So. Ja gut, der steht da hinten. Hat er das jetzt auch so genau schon sehen können? Nee, oder? Der war doch jetzt durchgehend nicht sichtbar für ihn. Er hat ihn maximal... auf der Karte vielleicht sehen können. Der Kollege, der mit der AWP der aus Tunnels rausgeballert hat. Naja. Wir haben sicherlich noch ein bisschen Zeit. Oh, pass auf. Aha. Warum zieht er denn hier das Knife? Hat er in etwa... dieses Pre-Gefeiere. Also, durch mein Gelabere kann ich nicht optimal hören, ob er jetzt eben die Steps gehört hat und deswegen da schon mal hingeschossen hat oder hingeaimt hat. Aber dieser Knife-Versuch eben, war das nicht etwas verfrüht, da sich einfach hinzustellen, das Knife zu ziehen und sich zu denken, ja gut, da kommt ja gleich einer. Wer macht vor allem sowas? Wer zieht, in so einem Fall das Knife. Das würde ich maximal dann ziehen, wenn ich durch die Wand schauen kann und sehen kann, ob er jetzt dann wirklich gleich da ist. Aber sonst so im Normalfall hätte ich da Schiss, dass mich einfach einer umpusht und ich halt irgendwie zu spät reagiere. Also vor allem beim Gegner, der Full HP hat. Da hat er auch schon ziemlich früh hingeaimt. Also schon an der Kante hat er auf ihn geaimt, obwohl hinten Onspot, beziehungsweise auf Plateau, ja, noch hätte jemand stehen können hier. Aber er hat sofort nach rechts weggeaimt. Und das gerade eben dieser Kantenschuss, ich würde ihm fast einen Wallhack unterstellen. Das gefällt mir nicht so gut, was er da treibt. Aber vielleicht baut er den jetzt noch gleich irgendwie weiter aus. Gut, das hat sein Kollege genutzt. Das ist noch ein CT, der ist auf A. Oh, und der hat gerade seinen letzten Kollegen gekillt. Da steht er. Was macht er jetzt? Er schleicht schon mal. Warum auch nicht? Kann man da schneller machen? Er dreht sich um, was hat er vor? What, die Pump will er sich holen? Okay. Der CT verschiebt Richtung... Aha. Also ich würde sagen, er hat gesehen durch die Wand, dass der City gerade verschiebt und er verschiebt jetzt genau hier hin. Ja. Okay, ich würde sagen, er kann durch die Wand schauen. Höchstwahrscheinlich. Aber der City hat ihn auch gehört. Mal gucken, was er daraus jetzt macht. Er schmeißt seine Wumme dahin. Er weiß genau, dass er da steht, weil er sich eben hat fallen lassen. Achtung, oh mein Gott, was passiert? Showdown! Wow, was war das für eine... War das schon wieder ein Demo-Fehler oder was? Das ging ja... So, da war er noch nicht um die Ecke, hat er schon einen Headshot gefressen. Naja, also ich denke, wir haben den Warlock hier confirmed. Das bringt jetzt auch nicht so viel für das Spiel, wenn er da jetzt seinen Mate anaimt. Wahrscheinlich unterhalten die sich im Teamspeak oder so.
Oder in-game halt. Also, ja, ich denke, ich kann mit Bestimmtheit sagen, dass er einen Warlock hat, weil das gerade eben, er geht mit der P90, mit der Bison dahin, dreht sich um, nimmt die Pump, weil er wahrscheinlich, ich nehme an, er wollte mit einem Sprung von da oben, von Short eben, den CT killen. Und als er dann gesehen hat, dass der CT sogar noch verschiebt Richtung CT, dachte er sich, nice, Mann. Und wegen einem Aimer, da bin ich mir nicht sicher, ob er jetzt auch eine Aim-Unterstützung hat. Dieser Headshot sah wie vorhin auch einer so komisch aus. Er spielt echt schlecht. Also, sein Crosshair-Placement geht, aber er aimt wirklich kacke, wenn dann die Gegner da sind. Er schießt da so links und rechts und auch penetrant daneben, als hätte er einen Aimbot oder einen Trigger mit Offset an. Wow! Der Kerl ist aber auch am Hacken. Heide nein. Habt ihr das gesehen? Bam, bam, bam! Die letzten drei Kills gingen dick rein. Ich gebe ihm jetzt nur einen Vision Assist. Und ich hoffe, ich habe mich da nicht vertan. Weil, nee, das kann nicht sein. Der CT ist geschlichen bei CT unten, als er da langgelaufen ist von, ihr wisst schon, ne? Von Cross! Beziehungsweise von Ramp rüber. So CT, da ist er geschlichen, der T konnte nicht wissen, dass er da hingeht und er holt sich die Pump, sieht das und geht dann auch zu CT, das geht gar nicht. Vision Assist, läuft. Ja, der Fall war jetzt mittelschwer, aber ich glaube, es war der erste Fall, bei dem der Suspect Skins hatte. Mensch, ich weiß schon, was ich in den Titel schreibe. Vielen Dank fürs Zusehen, macht's gut, bis zum nächsten Mal, ciao, ciao.